Riders Run Deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. 9-9, nigga. Guess who's back? Steve. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check Let's get up! It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I phone a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to... Okay, Spaß, was geht ab, Leute? Ich glaube, das wird meine neue Einlaufmusik auf jeden Fall hier mit Dr. Dre. Nee, ich hoffe, euch allen geht's gut. Das ist keine echte Sonnenbrille, nicht wundern. So, ich mach's ganz kurz mal weg. Willkommen auf jeden Fall zum BYOB Team Call, das Mindset eines Traders. Ich muss nur ganz kurz abchecken, ich bin irgendwie, doch, jetzt bin ich der Host wieder, ne? Ja, okay, jetzt passt das alles, sehr gut, sehr gut. Nee, auf jeden Fall, herzlich willkommen an jeden Einzelnen hier, mega cool, dass ihr auf jeden Fall am Start seid, über 80 Leute, ich denke, der ein oder andere zu spät kommen, Kopf wird hier gleich noch reinjoinen, aber seid auf jeden Fall gespannt auf die nächsten 30, 40, 50 Minuten, denn ich habe vor einer Woche, habe ich mit jemandem gecallt über Priceable und dann hat mir jemand empfohlen, hey, connecte dich doch mit Song. So, Max war das. Connecte dich doch mit Song. So, der ist eine absolute Maschine im Price. Und ihr müsst euch vorstellen, ich bin damals gestartet bei AM und es kam immer schon Price Whip Calls. Es gab schon immer Price Whip, so die Strategie von Christopher Derrick. Christopher Derrick war ja nach Christopher Terry der erste Educator bei uns bei AM. Und ihr müsst euch vorstellen, Christopher Derrick hat die Strategie Price Whip gehabt. Und ich bin euch ehrlich, ich habe vor 2-3 Monaten bin ich auf Anthony Purse gestoßen. Ich kannte ihn gar nicht und dann habe ich ihn mir mal mehr und mehr angeguckt, habe ich gesehen, Alter, das ist genau der Educator, auf den ich unnormal Bock habe. Und dann habe ich vor einer Woche ungefähr oder ein paar Tage mit Song telefoniert und ich habe damals schon seine Price-Up-Calls immer wieder gesehen und voll gefeiert. Und ihr müsst euch vorstellen, der Junge hat seit über 2 Jahren, korrigiere mich gleich, wenn es falsch ist, aber seit über 2 Jahren macht der Price-Up. So, er hat natürlich immer wieder so ein bisschen den Stil geändert, aber seit über 2 Jahren ist er einer Strategie treu geblieben, zieht eine Strategie komplett durch. Und ich will gar nicht über Results sprechen oder so, Leute, weil ich weiß, Song hat nicht dieses, hey, ich brauche jetzt das und das, Shoutout, jemand muss jetzt das und das sehen von dir, das braucht er gar nicht, weil wenn du mit Song mal sprichst und er nimmt sich wirklich die Zeit, also wir haben gestern 100 Minuten telefoniert, also richtig krank, hat er mir Dinge beigebracht, Alter, es war crazy, wirklich, auch über PriceSwap und über den Markt, man sieht einfach, wie krass er das lesen kann, wo diese Kompetenz einfach her ist und das kommt einfach mit der Erfahrung, ganz einfach und deswegen muss ich euch sagen, ihr könnt von ihm jetzt einiges wirklich mitnehmen. Er spricht auf sehr, sehr vielen Calls. Also ich habe ihn schon oft auf Flyern gesehen. Dann hat er heute einen einzelnen Flyer gehabt mit sich selber drauf. War für ihn so ein bisschen unangenehm, weil ich finde es auch so geil, weil er sich immer so nicht in den Vordergrund stellen will, sondern eher so im Hintergrund. Und ich hoffe, beziehungsweise ich weiß ganz genau, dass du auch so ein Thema gleich ansprechen wirst, was jeden eigentlich interessieren wird, wie wir einfach hier im Trading wirklich einen Step vorankommen, was wir eigentlich verändern müssen und das hier oben. Und das hast du einfach zu 100% verstanden. Sonst wärst du nicht an diesem Punkt, wo du jetzt stehst. Deswegen, Song, danke dir auf jeden Fall, Bro, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich auf deinen Part und würde sagen, Leute, Stift und Zettel ist bei mir schon ready. Ich freue mich jetzt. Deswegen, let's crush it. Und die Bühne gehört dir, Bro. Yes, Bro, danke erstmal für die lieben Worte, Mann. Ey, ich muss ehrlich sagen, so, ich bin ein Typ, ich bin sehr offen, ja, und ich kann eigentlich meiner Meinung nach auch ganz gut speaken, aber immer, wenn mich eine Person edify, zum Beispiel, wenn ich ein krasses Edifying von dir bekomme, Ali, dann bin ich immer doch irgendwie ein bisschen aufgeregt. Kennt ihr das? Ihr seid gar nicht so aufgeregt, aber auf einmal edifiert euch eure Abnahme, dann seid ihr irgendwie so ein bisschen so buff, so wisst ihr, was ich meine? Und ich kann jetzt nicht aufhören zu lachen. Aber Bro, ehrlich, danke für deine Worte. Kann ich nur zurückgeben. Ja, und jetzt, aber Leute, was mir gerade eben aufgefallen ist, vor allem, dass viele Leute immer noch nicht ihre Cam anhaben. Leute, wir sind 90 Leute und ein paar Leute haben immer noch nicht die Cams an. Also ich muss ehrlich sagen, ich will dazu eigentlich nicht sehr viel darüber reden, weil ich könnte einen Tag darüber sprechen, was das angeht, weil erstens, Cam anmachen heißt, dass du im Hintergrund nichts machst, außer diesen Call, ja, hier zuzuhören und vor allem, dass du nichts zu verbergen hast. Wenn du wirklich Internet-Struggles hast oder wirklich gerade ein Problem hast, dann möchte ich natürlich nicht verurteilen, ne? Nehme mir das auf jeden Fall nicht böse, aber für die Leute, die echt wirklich nicht ihre Cams anmachen, dann weiß ich halt, wer in den nächsten 90 Tagen erfolgreich wird und wer nicht. Und glaub mir, das fängt ganz, ganz klein an mit diesen Cams anmachen. Deswegen sind diese kleinen Dinge, die so krass sind am Ende. Genau, aber jetzt, ich möchte ganz kurz ein bisschen über Trading auch gleich später noch ansprechen. Also ihr könnt erstmal entspannt eure Stifte und Zettel erstmal zur Seite legen, sondern ich fange ganz gerne auch mit eine kleine Storytime an.
ganz kurz zu mir. Mein Name ist Song Tran. Ja, aber ich heiße hier Ledo, aber Ledo ist halt mein richtiger Name und mein Song ist halt quasi mein, ich sag mal, zweiter Name in Vietnam. Und yes, bin auf jeden Fall 21, komme eigentlich ursprünglich aus Berlin, aber wohne jetzt seit 10 Jahren in Köln. Und natürlich war es für mich nicht immer so, dass ich halt Richtung, ich sag mal, Business wollte und so. Doch dann hat mich ein sehr, sehr guter Kollege, den kennen den einen oder den anderen, Daniel Ramos, ist meine direkte Upline, und hat mir das Ganze weiterempfohlen. Und was ich so besonders fand, ist, dass er, bevor er mich angeschrieben hat oder bevor wir uns kannten, weil wir waren sogar auf derselben Schule, ganz witzig, wollte ich schon immer davor immer irgendwie, ja, das soll jetzt nicht egoistisch klingen, immer, ich sag mal, reich werden, aber nicht aus dem Grund, weil ich immer sehr viel Geld ausgeben möchte, sondern weil ich meinen Eltern was zurückgeben möchte. Und vor allem die Ausländer so, ne? So, ihr kennt das, die Liebe einer Mutter kann niemals irgendwie trennen. Also das ist die stärkste Liebe, die du je bekommen wirst. Ja, auch nicht zu deiner Frau, das klingt zwar hart, aber die Mutterliebe ist stärker als jedes andere auf dieser Welt. Ist halt einfach so. Und warum erzähle ich das ganz kurz? Meine Eltern, also ich, Leute, ich bin ein ganz normaler Junge wie ihr oder ein ganz normaler Mensch wie ihr hier alle. Ja, nur weil ich hier speake für euch, heißt es nicht, dass ich irgendwie so krass weiter bin, dass ich viel besonderer bin als du. Glaub mir, ich habe, wenn wir so 1-2 Tage mit mir chillt, glaub mir, euer IQ ist direkt auf den Goldfisch gedroppt. Ja, ganz lustigerweise. Aber natürlich, wie gesagt, meine Eltern kommen jetzt nicht aus den besten Verhältnissen. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe einen großen Bruder und meine Eltern haben damals in Vietnam gelebt, noch mit meinem großen Bruder. Aber natürlich hatten die auch Schulden, mussten sehr viel quasi dementsprechend arbeiten, aber mussten dann nach Deutschland, weil natürlich verdient man in Deutschland viel, viel mehr. Was ist passiert? Mein großer Bruder, der nicht mal ein Jahr ist, musste in Vietnam bleiben, weil die nicht das Geld haben, beziehungsweise auch wenn sie Deutscher wären, hätten sie nicht das Geld, um ihn zu füttern, genug Kleidung zu geben. Das heißt, meine Mutter oder beziehungsweise meine Eltern mussten meinen Bruder, der nicht mal ein Jahr ist, halt verlassen. Ja, und das ist halt crazy. Und das war wirklich ein Herzschock für meine Mom. So, wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt schon crazy. Und irgendwann kam ich auch auf die Welt. Wir hatten unser eigenen Laden quasi, weil die waren halt Arbeitnehmer. Und dann waren die selbstständig, hatten Blumenladen, ging auch in die Brüche nach 1-2 Jahren. Und ich sag mal so, mein Vater musste mich, ja, und meiner Mom und die Wohnung noch bezahlen. Ja, das heißt insgesamt vielleicht 800 Euro im Monat und wir haben vielleicht 600 Euro vielleicht verdient. Das heißt, wir haben immer mehr Schulden und Schulden und Schulden aufgebracht. Aber meine Eltern haben nie aufgegeben und das ist genau diese Moral an dieser Geschichte, die besonders ist, wo ich meine eigenen Eltern auch irgendwo als Vorbilder sehe. Denn die hatten einen Blumenladen, ging zu Brüche. Die hatten ein asiatisches Restaurant, also Nudeln verkauft, ne? Man weiß so, man kennt so. Und nicht mal ein Monat, die hatten so viel investiert, ging auch in die Brüche. Keine Kundschaft, kein gar nichts. Und das war erstmal ein krasser Schock, weil die haben, glaube ich, 50, 100k, die sie nicht hatten, in das rein investiert. Und jetzt hatten die erstmal heftige Schulden. Plus, die hatten noch einen kleinen Sohn, also ich damals, und die Wohnung zu bezahlen. Und natürlich, jeder Elternteil, der vielleicht so ein bisschen Ahnung hätte, würde vielleicht sogar zur Adoption gehen und das abgeben, weil erstens, die können sich nicht selber um sich selber kümmern und vor allem, wie sollen die mich um mich selber kümmern. So, wisst ihr, was ich meine? Ich musste sogar Lumpenkleider tragen von diesem, wie nennt man das? Wenn man alte Klamotten hat, geht man ja in so einer Mülltonne für alte Kleidung. Und da hat mein Vater die immer mitgenommen und die waren ziemlich XXL, so, wisst ihr, was ich meine? Und ich musste Lumpenkleider tragen, das ist crazy. Wir hatten vielleicht so im besten Falle diese Fertigterrin am Tag was zu essen. Und das war crazy. Und glaubt mir, wenn ich euch das jetzt so erzähle, erinnere ich mich gerade so krass auf die Zeit. Und irgendwann haben sie es aber auf jeden Fall rausgeschafft. Ich möchte jetzt die Geschichte nicht zu lang halten. Irgendwann haben sie es auf jeden Fall rausgeschafft, dass sie dann immer gearbeitet sind. Die waren immer ackern, so wirklich über 5, 6 Jahre. Und irgendwann haben sie es geschafft, wirklich endlich mal einen eigenen Laden zu finden, ja, das auch hier in Siegburg ist, also quasi in meiner Stadt quasi. Und jetzt haben die dadurch einen zweiten Laden. Und dann bald eröffnen wir noch einen dritten Laden und so weiter und so fort. Aber das Interessante ist, was ich so finde, ist, dass sie niemals aufgegeben haben für ihr Ziel, weil sie wollten immer ein eigenes Restaurant haben, ja, so Reis, Hund wollte ich gerade sagen, so, ihr wisst, so Essensdinge verkaufen, so wisst ihr, was ich meine. Und das fand ich voll krass, dass sie immer durchgehalten haben, weil ich sag euch eins, aufgeben, das kann jeder, das kannst du jederzeit, das ist einfach, natürlich, weil der Mensch ist Komfort, der möchte immer leichte Wege geben, aber
wenn die auch nur leichte Wege geht, kriegt er auch nur ein kleines Einkommen. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt crazy, dass meine Eltern irgendwie auch meine Vorbilder sind, okay? Und das heißt, ich komme auch ganz normal, ja, ich komme sogar unter Niveau von ganz normalen Menschen, ja, ich hatte damals nicht diese Dinge, die vielleicht die meisten jetzt haben, ja, und das heißt, ich komme auch von sehr, sehr unten, ja, aber ich habe es trotzdem geschafft, profitabel im Training zu sein, ein Team aufzubauen und andere Menschen sogar wirklich zu inspirieren, was mich wirklich stolz macht. Glaub mir, andere Menschen zu inspirieren, das ist besser als ein Tech-Profit, da können mir alle Lieder zustimmen, das ist halt heftig einfach. Ja, Menschen zu inspirieren, wo du liest, Alter, danke, dass du mir Tipps gegeben hast, dass du mir weitergeholfen hast. Glaub mir, das ist die beste Gute-Nacht-Nachricht, die man je bekommen hat. Ich wünschte, ihr bekommt das welche. Ja, und genau, deswegen, ich bin ein ganz normaler Junge, ja, der vielleicht ein bisschen irgendwo all-in war und ein bisschen das langfristiger gesehen hat als du. Ja, wo wir jetzt mit dem ersten Punkt kommen, ja, wo ich dir jetzt abrate, jetzt natürlich mitzuschreiben. Ganz, ganz wichtig. Ob die es am Endeffekt macht, ist euch überlassen, aber ich sage es nur so. Ja, damit ich meinen Job erfüllt habe und gesagt habe, dass ihr mitschreiben sollt. Der erste, allererste Punkt ist die Vision. Ja, schreibt die auf oder schreibt mal wirklich sehr genau auf, was willst du genau erreichen. Ich weiß, die meisten sagen immer, hey, ich möchte Seven-Figure werden. Ich möchte FTMO hitten, ja, ich möchte P5K sein und so weiter und so fort. Das ist schon cool, das ist schön, aber geht es irgendwie ein bisschen genauer? Denn ich meine, desto ungenauer deine Vision ist, desto ungenauer werden deine Taten und desto ungenauer deine Taten, desto ungenauer werden auch deine Resultate sein. Deswegen fang an, deine Ziele zu definieren. Ja, ich wiederhole nochmal, desto ungenauer, ja, desto unausgeprägter deine Vision ist, desto ungenauer werden deine Taten sein. Und desto ungenauer deine Taten, desto ungenauer werden deine Resultate sein. Ja? Ein Beispiel. Ich möchte zum Beispiel FTMO machen, weil mich das wirklich zum Beispiel, ich sag mal vorsichtig, reich macht. Warum? Weil ich meinen Eltern zum Beispiel was zurückgeben kann, damit die früher in die Rente sind, damit die sich nicht jeden Tag kaputt arbeiten. Ja, ich hatte es gesagt, dass meine Eltern jeden Tag nach Hause kommen und komplett nicht abgefuckt, die sind zum Glück nicht abgefuckt, aber ich spüre halt einfach diese Low Energy, dass sie wirklich keinen Bock mehr haben. Und wenn ich das jeden Tag so sehe, dann, Alter, also wenn das kein Grund genug ist, um mehr zu hassen, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht mehr. So, wisst ihr, was ich meine? Deswegen fang an, präzise und sehr genau deine Ziele aufzuschreiben. Denn glaub mir, desto genauer deine Ziele sind, desto größer wird dein Einkommen später immer sein. Wird es immer zu 100% sein. Ja, vor allen Dingen, wenn die ersten Murphys, die ersten schlechten Tage kommen, glaub mir, das unterstützt euch, dass ihr dieses Brennen habt, das unbedingt zu gelangen, das auch zu erfüllen. Okay, das könnt ihr nicht nur im Network, im Trading-Bereich, sondern auch im Network-Bereich, auch in allen anderen Bereichen anziehen, okay? Wenn ihr viele Absagen habt, wenn ihr viele Neins bekommt, dann ist es doch egal, so. Irgendwann kommt die nächste Person mit einem Jahr, auch wenn es 6 Monate dauert. Leute, ein Dani Ramos hat im ersten Jahr 8 Teampartner gehabt, im ersten Jahr, und er hat jeden Tag, wirklich jeden Tag, 80 bis 100 Menschen angeschrieben. 365 Tage, keine einzige Person ist gestartet. Und ich bin ehrlich, Ich würde nach 6 Monaten aufhören, Akquise zu machen. Aber er hat es durchgeschafft. Und im zweiten Jahr hat er von 8 Teamer auf 164 geschafft. Er hat das irgendwie aus magischer Weise einfach von 16 gemacht. Man weiß nicht wie. Ich frage mich auch, wie er das geschafft hat. Aber er war konstant und er hat das langfristig gesehen. Vor allem, alles, was du jetzt machst, wird sich in 90 Tagen erst offenbaren. Wenn überhaupt nach 6 Monaten. Verstehe, dass du jetzt all-in gehen musst, damit sich später das besser für dich rentiert. Wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ja, heute habe ich keine Go-Live-Session geschafft, gucke ich einfach morgen, glaub mir, dann wird dir auch dementsprechend einen Tag später erfolgreich oder wenn überhaupt erfolgreich. Okay? Deswegen nehmt euch eure Ziele an den Kopf und wirklich denkt daran, hey, wenn ich jetzt nicht hustle, ja, sind meine Eltern immer noch am Arbeiten, ja, schlimmsten Falle, mein Vater, das ist den letztens passiert, vor einem Jahr zum Beispiel. Mein Vater hatte einen Hexenschuss. Also für die Leute, die nicht wissen, was ein Hexenschuss ist, das ist halt wirklich die übelsten Rückenschmerzen, die überhaupt gibt. Und ich habe mir einfach die Schuld gegeben, obwohl ich nicht schuld war, weil ich dachte, Alter, hätte ich genug gehasselt, die letzten 90 Tage oder das letzte Jahr hätte ich genug gehasselt, wäre
wäre längst in der Rente und müsste sich nicht jeden Tag kaputt arbeiten und seinen Rücken komplett halt auf gut Deutsch gesagt zerbersten quasi. Wisst ihr, was ich meine? Und ich dachte mir, Alter, ich habe mich so schlecht danach gefühlt, dass ich jeden Tag hassen muss. Wenn ich 5 Minuten nicht an mein Handy oder an mein Laptop bin, ich fühle mich schlecht. Weil ich mir denke, wenn ich meinen Eltern zum Beispiel jetzt ins Gesicht sagen würde, oder noch besser, ihr stellt euch vor, ihr stellt euch jetzt eine Cam, also ein Handy, eine unsichtbare Cam hier in eurem Zimmer, in eurem Hasselzimmer. Und nach 90 Tagen müsst ihr das euren Eltern zeigen. Welches Gefühl hättest du dann dabei? Hättest du wirklich sagen können, hey, ich habe wirklich gehasst, ich habe mein Bestes gegeben, hier guckt euch das Video, wie ich jeden Tag gehasst habe. Oder hättet ihr ein unangenehmes Gefühl? Also ich persönlich damals hätte so ein, also ich würde mich schämen. Ich würde mich wirklich schämen, dass ich nicht jeden Tag wirklich ausgenutzt habe. Ja, es geht nicht darum, in einer Woche zum Beispiel 3, 4, 5 oder 6 Tage oder jeden Tag zu hustlen und dann 2 Tage aufzuhören, sondern es geht darum, wie lange du jeden Tag das konstant machst. So, wisst ihr, was ich meine? So, vielleicht hast du heute 5 Live-Sessions geguckt, aber wie viele guckst du morgen? Wie viel guckst du nach einer Woche? Wie viel guckst du nach 2 Monaten? Guckst du die immer noch regelmäßig konstant? So, wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr eine Live-Session nicht am Tag guckt, dann werdet ihr nicht am gleichen Wissensstand sein, sondern ihr werdet sogar einen Tag zurückgesetzt. Das ist mir, by the way, so oft aufgefallen bei anderen, auch bei mir natürlich. Ja, deswegen, ihr werdet nicht nur am einen Punkt stehen, sondern zurückgesetzt. Und das ist das Gefährliche daran. Dann gucke ich lieber safe minimum eine Live-Session am Tag. Ja, safe. Ihr müsst nicht 1000 Live-Session ballern, finde ich auch sehr, sehr unproduktiv. Also für die Leute, die mehr als 4, 5 Live-Session gucken am Tag, da frage ich mich, wie viel, wenn ich dich jetzt fragen würde oder dich interviewen würde, was hast du bei diesen 5 Live-Session gelernt? Und du gibst mir nur ein 10-Minuten-Statement, da würde ich mich echt fragen, was hast du wirklich gemacht? So, wisst ihr, was ich meine? Mehr Wissen heißt nicht unbedingt, dass du dann mehr ein größeres Einkommen hast, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Denn ich sage euch ehrlich, es kommt darauf an, wie viel du da von diesem Wissen, was du dir gerade von Informationen, die angesammelt hast, wie viel ist in deinem Kopf, in deinem Unterbewusstsein hängen geblieben. Das ist eher das Wichtige, was man sagt. Deswegen gucke ich maximal immer so 2, 3 Live-Sessions. Wenn du ein reiner Trader bist, wo wir gleich später noch zu dieser Thematik kommen, dann würde ich dir empfehlen, okay, dann kann man schon auf die 4, 5 gehen, ist nur noch okay, aber bitte mit einem Abstand, bitte. Wenn ihr zum Beispiel jetzt live schaut und ihr sagt, ich schaffe wirklich keine eine ganze Stunde, dann macht es so, guckt morgens eine halbe Stunde, stopp. Wenn du nach der Schule, nach der Arbeit kommst, guck die weitere Stunde, die nächste halbe Stunde, wisst ihr, was ich meine? Dann müsst ihr nicht komplett eins durchgucken, weil ich weiß, irgendwann wird das auch mit der Zeit irgendwie eintönig. Es wird einfach, ich sag mal, sehr anstrengend, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Dann zerlegt das euch in einer halben Stunde oder von mir aus auch Viertelstunde. Ich gucke 15 Minuten morgens, 15 Minuten vormittags, 15 Minuten nachmittags und 15 Minuten abends. Geht auch völlig fit so. Hauptsache, du hast dir aber was dabei gemerkt und gelernt natürlich. Ja, also im besten Falle, okay? Genau, deswegen kommen wir direkt zum zweiten Punkt. Definiere, beziehungsweise was heißt definieren? Denk bitte die richtige Denkweise im Bereich Trading und hab das richtige Zeitmanagement, okay? Auch in Network Marketing ist das so, dass du eine Routine brauchst. Also Leute, Routinen machen also wirklich 50% von deinem Einkommen aus. Warum? Bei einem Trade, vor allem nach Price Up, oder egal welche Strategie ihr tradet, die halbe Miete ist das Setup Vorbereitung. Also Vorbereitung ist das Wichtigste überhaupt. Weil ich mache das so, ich stehe morgens auf, ganz normal, gewöhnlich, mache meine Setups, markiere mir die wichtigsten raus. Zum Beispiel, ich habe heute nur 3 Paare im Visier und auf diese werde ich mich dann fokussieren. Und den Rest des Tages mache ich nur Calls für mein Team, eigene Calls, MMAs und sonstiges und so weiter und so fort. Weil ich ja sowieso nur 3 Setups, die ich heute im Auge habe. Und wenn die nicht aufgehen, egal, dann mache ich halt weiter Network Marketing zum Beispiel. So, was wollt ihr dann den ganzen Tag machen? Klar, ihr könnt 2, 3 Live-Session gucken, ja, für die reinen Trader unter euch und vielleicht auch ein Buch lesen. Ist okay. Aber was ist mit den anderen 10.000 Stunden, die ihr habt? So, für was macht ihr das? Seid ihr eher busy oder seid ihr eher fokussiert? Okay? Genau. Wie gesagt, die meisten haben eigentlich auch sehr viele Ausreden, was ich sehr, sehr schade finde, weil die sagen, hey, ich kann nicht wegen Call kommen, wegen das und das und das und das und das und das. Aber im Endeffekt, die Leute, die wirklich was ernst meinten, die finden immer einen Weg. Es ist halt einfach so. Die meisten Leute finden immer einen Weg, okay? Deswegen hab keine viele Ausreden, ja? Und sag nicht, ich habe keine Zeit für Training, ich habe keine Zeit für Network oder ich habe keine Zeit für das und das und das. So, meistens ist das so, wo ich mir die Frage stelle, so, für was geht deine ganze Zeit eigentlich drauf? So, wir haben alle die gleichen 24 Stunden, ja? Es gibt Leute,
die studieren, ja, oder arbeiten, aber können trotzdem am Tag Training und Network Marketing gleichzeitig aufbauen. Ja, solange du jetzt nicht geistig behindert bist, also kein Front, ne, wenn jemand hier irgendwie eingeschränkt ist, geistig oder behindert ist, ne, natürlich nicht böse gemeint, aber solange du es bist, dann musst du verstehen, dass du einfach ein fauler Mensch bist und nicht für dieses Business gemacht bist. Ich sag's dir ehrlich so, ich sage jetzt Retalk so, denn es bringt nichts, wenn ich euch sage, Alter, hast du super gemacht, ja, das kommt schon mit der Zeit. So, erstens, ich lüge mich selber an, ich lüge euch an. Und vor allen Dingen, ihr kommt ja nicht weiter, so wisst ihr, was ich meine? Weil wir Leader sind nicht dazu da, um hier Freundschaften, also natürlich im besten Falle baut man sich hier Freundschaften auf, aber unsere Priorität gilt es, euch weiterzubringen, besser zu werden als wir selber. Ihr könnt uns irgendwo alle als Vorbilder sehen, aber ihr solltet irgendwann mit einem Zeitpunkt besser als wir werden. So wisst ihr, was ich meine? Das sagt auch sehr viele Go-Life-Educator, dass man bis zu einem bestimmten Punkt immer besser sein sollte als die Go-Life-Educator selber. Okay, und das müsst ihr auch verstehen. Aber verstehen müsst ihr auch, bis wir in diesen Punkt gelangt, zum Beispiel auch profitabel zu trainen, dass ihr auch die nötige Arbeit kommt. Ist auch ich ehrlich, ja, es ist möglich, mit einem Trade 10.000 zu machen, 100.000 ist super schön. Ist super, super schön. Auch letztens bin ich mit meinen Eltern kurz hier Döner essen gegangen, also so schön, so richtig Grillfleisch, Teller, war super lecker, so, und ich habe nebenbei noch meine Trades gesetzt. Ich hatte, muss ich zugeben, ich hatte einen Stop-Loss, aber ich hatte auch einen TP mit einem guten CRV, der mein SL sowieso zurückgeschlagen hat, plus ich war noch im Gewinn. Und das war echt schön zu sehen, weil ich konnte damit das Essen bezahlen von meinen Eltern. Ja, diese kleinen Dinge, diese kleinen Erfolgsgeschichten, die machen am Ende so, so viel aus. So, wisst ihr, was ich meine? Klar, ich kann die immer noch nicht in die Rente schicken, aber ich weiß, das ist schon mal ein Schritt. So, wisst ihr, was ich meine? Ich habe auch letztens von meiner Upline ihrer Mutter auch Geld geschickt. Also die Summe ist jetzt völlig egal so. Und sie hat sich unnormal gefreut. Ich wünschte, ich hätte noch das Video, sonst hätte ich euch das auch gezeigt. Und sie hat sich übelst gefreut. Und das hat mich gefreut, weil ich weiß, hey, wie gesagt, die Rente ist zwar noch nicht da, dass ich die finanziell komplett frei machen kann, aber dass ich sehen kann, dass diese Menschen glücklich sind und dass ich es wirklich selber mit meinen eigenen Skills mit meinem Handy Geld verdient habe, ist schon krass. Ist schon ein krasses Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte mir schon so, Alter, ich bin die Bank. So, muss ich ehrlich sagen. So. Ja, man bekommt so ein kleines bisschen Ego-Gefühl, aber ein bisschen Ego ist ja irgendwo auch ein bisschen gesund. Ne? Aber natürlich erfordert das alles ein Opfer und das ist wirklich der pure Wille, den ihr habt. So, ich sag mal so, wenn du, wie gesagt, die ganze Zeit ausreden hast, kommst du eh nicht weiter. Ja? Du musst bei ein paar Bereichen auch etwas reduzieren. Ja, frag dich mal selber, will ich es oder will ich es nicht? Ja, versteh, dass du auch Opfer bringen willst, ja, für die kommenden Erfolge, denn alles hat immer einen Preis. Womit wir jetzt zum dritten Punkt kommen, und zwar dem Verzicht. Ich wurde im Trading erfolgreich, aber habe fast mein ganzes Freundschaftskreis verloren. Ja, ich habe gesagt, okay, ich bezahle den Preis, ist okay. Ja, ich habe viel weniger Schlaf. Ich habe über Ali kennt es auf jeden Fall. Ihr könnt das auch gerne bei Ilia und Daniel Ramos bezeugen. So, ich habe über 6-7 Monate jeden Tag wirklich konstant nur im besten Falle 5 Stunden geschlafen. Empfehle ich euch auf jeden Fall nicht, weil das geht gesundheitlich sehr, sehr drauf. Aber ich habe jeden Tag gebacktestet. Ich habe jeden Tag live geguckt. Ich habe jeden Tag die Bücher gelesen. Ja, was wichtig für mich war, natürlich essentiell. Ja. Und ich habe gesagt, okay, ich bezahle den Preis, dass ich dafür weniger schlafe. Ja? Ich habe weniger Zeit mit meiner Familie gebracht. Ja, ich habe einfach ja gesagt, ich bezahle den Preis. Denn versteht ihr, worum es geht? Wenn du etwas willst, dann findest du immer einen Weg. Immer. Ja? Deswegen hört auf mit euren Ausreden. Sage nicht, wegen das und das konnte ich nicht. Wie gesagt, wenn du das sagst, dann bist du immer noch erstens faul. Du hast keine klare Vision oder noch nicht eine ausgeprägte, starke Vision. Ja? Und ja, du bist eigentlich faul. Sage ich euch ehrlich, ich habe bisher immer noch keine Antwort, was ich sagen kann, dass es die auf diesen beiden zutrifft. Du hast keine klare Vision oder du bist faul. Also einen dritten Punkt würde mir gar nicht einfallen, weil gibt es eigentlich theoretisch in meinen Augen nicht. So, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen, wir sind zum Beispiel gerade 98 Leute in diesem Raum. Während du ist die eine oder die andere kurz vor ihren Rank-Up, kurz davor profitabel sogar zu sein, ja, kurz vor P150, kurz vor P6 oder kurz davor eine Trading-Strategie zu meistern sogar, ja, nicht unbedingt profitabel, aber eine Trading-Strategie gerade zu verstehen, ja, die zum Beispiel wirklich wissen, was sie erreichen möchten, und hier sind Leute in diesem Call, die werden dich outworken,
Ja, guckt euch gegenseitig gerne mal in die Cam an. Ja, es gibt Leute in diesem Call, die werden euch von links, von rechts, von oben nach unten, diagonal, komplett outworken. Ja, und dich komplett outearnen. Warum? Weil es vielleicht diese eine Person gibt, ja, oder diese eine andere Person gibt, die das Ganze ein bisschen ernster genommen hat als du. Hat vielleicht 10 Menschen mehr angeschrieben und das über Monate, ja, was sich über Tausende rentiert. Ja. Deswegen setze dir wirklich dieses Commitment, wirklich jeden Tag so zu arbeiten, als ob es wirklich dein letzter Tag wäre. Jederzeit kann deine Mutter gerade von dir gehen. Jederzeit. Oder jederzeit kann dein Vater von dir gehen. Du weißt niemals wirklich, dass du vielleicht morgen sogar schon die Welt nicht mehr sehen kannst. Es ist klar, es ist sehr unrealistisch, aber es kann jederzeit passieren. Immer. Immer. Glaub mir, sonst wären diese Leute immer noch in diesem Business. Okay? Deswegen, es gibt keinen Tag, wo ihr nicht hustlen solltet, wenn euer Warum stark genug ist. Okay? Deswegen, du kannst von mir aus auch feiern gehen, du kannst rauchen gehen, du kannst mit Freunden chillen, aber bitte erwarte hier keine großen Resultate, wenn du diese Dinge machst. Ja? Keiner zwingt dich. Ich zwinge dich nicht, das zu machen. Ich sage dir auch nicht, oder ich befehle dir vor allem nicht, das zu machen, ja, wenn ein Finn, wenn eine Sophia, ja, oder ein Adi oder ein Leander sagt, du sollst das machen, du sollst das machen, die sagen das nicht nur einfach so, sondern weil die das weiterbringen. So, wenn du dich persönlich dann attackiert anfühlst oder dich angreifbar dich fühlst, dann hat das eigentlich was mit dir zu tun, weil diese Menschen wollen dir eigentlich nur helfen. So, deswegen, ob du daraus irgendwas machst, kommt auf dich an, weil es kommt immer auf dein Verhalten an. Ja, deswegen, ich würde sagen, wir kommen zum letzten Punkt. Der vierte Punkt ist einfach nur der Vergleich im Trading, weil ich sehe es auch immer wieder, dass man ein bisschen Komplex hat. Also ich hatte auch damals vor 2-3 Jahren auch ein bisschen Komplexe, weil Personen es gibt, die sind lustigerweise nicht mehr in diesem Business irgendwie. Keine Ahnung, falsche Werte und so, glaube ich. Ja, das waren Legacy-Zeiten. Leander, ich glaube, du weißt noch, Legacy-Zeiten. So, du weißt bestimmt, bei welchen Personen ich jetzt gerade meine, aber ich werde nicht den Namen sagen. Und viele fragen immer so, ja, was mache ich denn so falsch? Ja, warum ist das passiert? Warum ist das passiert? So, egal, ob es jetzt im Network Marketing ist oder im Trading-Bereich ist. Ja, erstens, diese Frage, was mache ich falsch, hat erstens keinen Mehrwert. Es bringt dir eigentlich nur negative Gedanken mit. Dein Puls, ne, dein Blutader, deine Blutgefäße werden überall suchen in deinem Körper, wo es jetzt dementsprechend nicht läuft. Ja, auf einmal fangen die an, hey, du hast das dich in Griff bekommen. Du hast das letzte Backoffice voll verschissen. So, sorry, mein Deutsch ist nicht das Beste. Ja, oder du hast den Trade Stop-Loss kassiert. Ja, das heißt, automatisch wird dein Kopf, dein Unterbewusstsein die ganze Zeit sich darauf fokussieren, was habe ich schlecht gemacht? Und Leute, das ist der größte Fehler überhaupt, den ihr machen könnt. Versucht, diese negativen Fragen in eine andere Richtung zu leiten. Ja? Gute und vor allem qualitative Fragen zu stellen. Somit bekommst du auch eine gute oder qualitative Antworten, oder? So, was passiert? Du hast ein Nugget bekommen, ja, und du weißt jetzt, wie du damit umzugehen hast. Fühlt sich deswegen wiederum gut, ja, weil du einen Schritt näher bist an dein Ziel. Also ich sage euch ehrlich so, die guten, man sagt so, es gibt keine falschen Fragen. Anfangs ja, weil man neu gestartet ist, aber ich muss sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt, nach 3-4 Monaten oder nach 5-6 Monaten, wie streng man es auch sehen möchte, finde ich es schon beachtenswert, welche Leader oder welche kompetenten Leader mir welche Frage stellen und wie qualitativ die sind. Wenn die mir eine dumme Frage stellen, werde ich auch dumm antworten. Zum Beispiel wie, Bro, was muss ich machen, um weiterzukommen? Ich sage dann ganz stumpf, weitermachen. So, es ist ja, eigentlich hat er die Frage an sich selber schon beantwortet. Du musst weitermachen. Immer wieder und wieder. Leute, soll ich euch mal was sagen? Ich bin seit 3 Jahren in diesem, fast 3 Jahren in diesem Business. Ich habe die ersten 6 Monate komplett verschwendet. Ich habe nichts gemacht, also wirklich nichts. Ich brauchte für die Academy bräuchte ich fast 1 Jahr, um die anzuschauen. Ja, ich muss euch ehrlich sagen, so, ich glaube, ich habe immer noch nicht das letzte Video geguckt, also mittlerweile weiß ich das, aber damals war ich wirklich lost, also ich war wirklich verloren, so im Trading. Vor allen Dingen, mein Adline kommt zu mir, Bro, mach lieber Network Marketing, weil du im Trading so lost bist, weil ich habe Fragen gestellt, nicht so wie, was ist ein Stop-Loss, was ist ein Take-Profit, ich habe Fragen gestellt, also pass auf, ne, warum ist der Markt grün, warum ist der rot? So, wisst ihr, was ich meine? So richtig dämliche Antworten, so. Natürlich, grün heißt Kauf, ne? Und rot heißt Sell. Als ich profitabel wurde, wusste ich erst nach 1 Jahr, was ein CAV ist. Leute, das war
Also Ilya hat mich tot ausgelacht erstmal, ja. Deswegen muss man sich auch eine gewisse Kompetenz hier aufbauen, ja. Weil zum Beispiel, warum wollen wir alle Network Marketing machen? Also ich bin ehrlich so, manche würden jetzt sagen, wie ein Payout ist cool, sage ich ehrlich, aber eigentlich, um natürlich die Menschen zu inspirieren oder vor allem Leute, die wir im Alltag kennenlernen. Und wir wissen, Alter, wir haben mindestens, wenn wir alle so Hand aufs Herz legen, wir kennen immer eine Person, die zwar noch nicht im Business ist, aber man denkt so, Alter, diese Person, die hat so viel Potenzial. Und genau um diese Leute geht es, dass man diese potenziellen Leute das Business natürlich vorstellt, wie geil Trading ist, wie geil es ist, mit dem Handy Geld zu verdienen und so weiter und so fort. Aber dafür brauchst du auch eine Kompetenz. Deswegen verstehe, wenn du, egal welchen Rank du hast, egal ob du P6 bist, P1, P5 von mir aus auch, du musst trotzdem eine gewisse Kompetenz im Bereich Trading aufbauen, denn Trading ist auf das, was sich hier alles bezieht. Ja, ich weiß, ohne Network wären wir gar nicht hier, aber ich sage euch ehrlich, wenn diese Firma gar nicht sich auf Trading beruht, dann würde es auch theoretisch kein Network geben. So, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, Leute, die nur traden, finde ich irgendwie ein bisschen armselig und ein bisschen falsch, weil ihr seid sehr egoistisch, muss ich euch ehrlich sagen. Warum? Weil ihr Menschen die Möglichkeit nicht gibt, Geld damit zu verdienen. Weil stell dir vor, diese Person, die dich gefragt hat, hey, wie läuft das ganze Business ab und so, und du sagst, nee, ich bin nur reiner Trader. Und diese Person ist nach 20 Jahren auf der Straße gelandet, nur weil du zu egoistisch warst, um ihm diese oder um ihr diese Möglichkeit zu geben. So, wisst ihr, was ich meine? So, klar, natürlich, ich kenne das auch selber, ich war auch selber reiner Trader mal. Man möchte erstmal eine Art Kompetenz aufbauen, was wirklich cool ist. Aber ich habe erst Network Marketing gemacht, als ich profitabel wurde. Klar, man kann dann Resultate zeigen und so, aber ich sage dir ehrlich, das ist irgendwann ein bisschen zu spät. Weil theoretisch ist es auch schön, dass du Leute in dein Business ziehst oder hast, die mit dir zusammenwachsen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist umso schöner, dass man weiß, hey, meine Führungskraft ist zwar sehr, sehr cool im Trading, aber wir sind irgendwo in derselben, ich sag mal, Position, ganz langsam, also ganz vorsichtig gesagt, dass wir zusammen das Ganze aufbauen. So, wisst ihr, was ich meine? So. Und das ist halt viel, viel cooler, finde ich. Das heißt, bitte, wenn du nur Trader bist, empfehle das Leuten auch weiter. Weil was machst du eigentlich den ganzen Tag? So, sagen wir mal, du bist Fulltime IM, ja. Und sagen wir mal, 9 Stunden geht der normale Hamster arbeiten, so von 9 to 5, sagt man ja immer, ne? Das ist so diese typische deutsche Uhrzeit. Du hast 9 Stunden Zeit. Du guckst davon vielleicht 3 Stunden Go Live oder 4 Stunden. Alles andere ist in meinen Augen sehr, sehr unproduktiv. Und du hast noch die restlichen 4 Stunden. Da kannst du nicht 4 Stunden backtesten, sage ich euch ehrlich. Irgendwann zerberstet ihr euch euren eigenen Gehirn, weil ihr so viel Input bekommt. Und dann frage ich mich, okay, was macht ihr eigentlich mit den nächsten 10 Stunden? So, wollt ihr eher Netflix gehen? Wollt ihr lieber Shisha rauchen gehen? Als Shisha rauchen kann man auch zu Hause neben Training so ein bisschen, ne? Mache ich auch manchmal selber. Aber macht doch, empfiehlt das doch den Leuten weiter, damit diese Leute irgendwann nicht später zu euch kommen und sagen, Alter, du bist voll reich, sage ich jetzt mal so, ne, du verdienst voll viel Geld. Wieso hast du mir diese Möglichkeit nicht gegeben? Was bist du für ein 31er? Was bist du denn für eine linke Ratte? Sagt man auch ganz gerne bei uns zum Beispiel. Und ich würde mich automatisch komplett schlecht fühlen. Weil es stimmt. Weil ich hätte ihn von diesen, ich sag mal, auf seinen Wegen, die er gerade macht, vielleicht weiterhelfen können. Ihnen das Ganze leiten können. Und wer weiß, vielleicht ist es genau diese Person, wo du das nächste Chairman-Bein hast. Sag ich euch ganz ehrlich. Und das ist halt krass, crazy. Ja? Und für die Leute, die nur Network machen, Leute, ihr seid genauso schlimm, finde ich, wie die Trader. Ja? Weil wie willst du jemandem was empfehlen, wenn du nicht mal selber weißt, wie die Produkte funktionieren? So, das ist so wie, du verkaufst Coca-Cola so an einen Stand und du willst sagen, hey, wie schmeckt es euch? Ja, und auf einmal stellt diese Person so Fragen, okay, wie ist dein Coca-Cola aufgebaut? Was ist in diesen Zubereitungen drin? Wie viel Zuckergehalt hast? Und du hast keine Ahnung, ist genauso peinlich. Damit verscheuchst du sogar diese potenziellen Leute sogar, die wirklich kurz davor am Starten sind, aber du hast nicht genug Kompetenz, um das zu erklären, was es ist, also beziehungsweise im Bereich Trading. Wisst ihr? Weil viele Leute können kommen, aber sobald du nicht inspiriert bist oder wenn du keine Kompetenz hier drin hast, dann können die genauso direkt sein lassen und euch gar nicht ansprechen lassen. So, wisst ihr, was ich meine? Ich finde, das eine oder das andere kann man, also man kann nicht leben oder das andere, finde ich. Deswegen bin ich ein Typ, ich würde eher Trader im Bild machen, zusammen alles machen. So, natürlich, wie gesagt, das ist nur meine Meinung nach. Ob ihr das macht, ist vollkommen euch überlassen. Aber ich finde, wenn du so viel Trading machst, so,
ist es eigentlich theoretisch für mich nicht gesund, weil irgendwann hast du zu viel Input. Genauso wie im Network Marketing. Wenn du nur Kreuzballerst, so, sehr cool. Aber von finanzieller Hinsicht und Unabhängigkeit, das bekommst du nur im Trading. Sage ich euch ganz ehrlich. Deswegen überlegt wirklich genau, wollt ihr wirklich nur Network Marketing machen oder wollt ihr auch wirklich nur Trading machen? Ja, deswegen überlegt das euch. Ja, denn wie Christoph Derrick immer sagt, visualisiert mal, wie sich es anfühlt, dass nur ein einziger Trade alle Schmerzen, alle Probleme in finanzieller Hinsicht verändern könnte. Stellt vor, ihr seid im Network Marketing-Bereich und ihr habt einfach mit einem Chairman 10 Payout 10k im Monat gemacht. Einfach mal so. Ja, wie viele Probleme deiner Eltern jetzt in diesem Moment oder du selber gerade, wie viele würde das helfen? Und zusätzlich noch dann im Trading, Leute, ich sag euch ehrlich, unschlagbar. Also finde ich so krass, denn Network würde ich benutzen, zum Beispiel für Miete bezahlen, Handyrechnungen und im Trading für größere Dinge, sage ich euch ehrlich. Also langfristig verdienst du mehr im Trading, ist halt einfach so, ist Fact. Für diesen Zeitaufwand vor allem, ja. Denn deswegen, die Geldprobleme deiner Eltern nur mit einem einzigen Trade oder mit einem Payout mehr alles verändern konnte. Nur weil du jetzt aber diese Zeit, diese 2, 3 Jahre, die nächste Zeit geopfert hast, um diesen einen einzigen Moment alles zu verändern können. Usain Bolt brauchte 15, 10 Jahre, ja, er hat 10 Jahre trainiert, um für einen Sprint hinterzulegen, weil sein Weltrekord war bei 9,34 Sekunden, sagen wir bei 9 Sekunden. Er hat für 10 Jahre jeden Tag dieselben To-Dos gemacht, jeden Tag, um nur 9 Sekunden einen Sprint zu hinterlegen, damit er einfach Millionär wird oder Milliardär oder Billionär, was er auch immer ist. Er ist auf jeden Fall stinkereich, aber dieser Fakt, dass er dafür so lange gearbeitet hat, nur für 9 Sekunden, das ist crazy. Und wir schaffen es sogar innerhalb von 2, 3 Jahren, weil ich kenne keine Person, die nach 2 Jahren nicht profitabel ist im Bereich Trading oder sei es Network Marketing oder sei es sogar beides. Kenne ich nicht. Kenne ich wirklich nicht. Also wenn, dann bitte connecte mich mit dieser Person, weil ich möchte echt von ihr lernen, wie sie das geschafft hat, nicht, ich sag mal, gut zu sein oder Geld zu verdienen, sage ich jetzt mal, egal in welchem Bereich. Denn dann ist diese Person sehr, sehr faul gewesen in den letzten 2 Jahren und hatte definitiv kein starkes Warum. Ja, deswegen, ich würde sagen, das war es auf jeden Fall für meinen Part. Ich hoffe, ihr konntet auf jeden Fall was mitnehmen. Ich habe auch schon mitbekommen, Q&A, wie sieht es da aus, Ali? Oh, gerne, Bro. Also, wenn ein paar geile Ja. Fragen auf jeden Fall an dich noch sind, gerne auf jeden Fall mal in den Chat droppen. Lasst auf jeden Fall mal ein paar Einsen auf jeden Fall hier auch mal für Zong auf jeden Fall da, für seine Punkte, dass er sich auf jeden Fall die Zeit genommen hat. Aber gerne ein paar Fragen. Ich kann sie gerne vorlesen, Bro, und dann kannst du sie gerne beantworten. Okay, safe, Mann. Und dafür müssen die Einsen aufhören. Yep. Ich wurde gefragt, was diese Einsen heißen. Das ist sowas wie voll geil, Bestätigung, falls jemand nochmal Ich, fragt. Leute, wisst ganz kurz, wisst ihr, was ich damals dupliziert habe? Das sagt eigentlich theoretisch jetzt jeder, deswegen sage ich das nicht mehr so, weil das voll wack ist. So, drop mal gerne alle mal, anstatt eine 111, habe ich damals gesagt, drop mal gerne eine 77 für Seven Figure. So, und das hat jeder gemacht, da habe ich keinen Bock mehr, das zu machen, Alter. Deswegen macht mal alle 777 bei jedem Teamcall, den ihr jemals habt. So, das wäre echt geil, Mann. Dann wisst ihr, ihr wollt alle Seven Figure gehen, Mann. Safe, Genau. Mann. Safe, safe, safe. Aber ein Jahr für Academy, also meine Frage, was hast du gemacht? Du hast echt den Vogel abgeschossen, glaube ich. Ich war erstens brutal faul und ich hatte keine starke Vision, weil ich hatte keine Vision, wo ich sage, Alter, dafür brenne ich, dafür gehe ich direkt hassen. Das war viel zu ungenau. Das ist, was ich mit diesem ersten Punkt gemeint habe, dass die Vision auf alles aufbaut, wirklich in jeder Hinsicht so. Du kannst von mir aus dein Ziel erreichen, beziehungsweise das Ziel machen, aber wenn du nicht weißt, für was du eigentlich arbeitest oder für was du hustelst, hast du eigentlich schon verloren. So, dann bringt das eigentlich gar nichts mehr, find ich halt. So, genau. Ja, Bro, ich hatte dich auch gefragt mit Results Post zum Beispiel öffentlich. Ich habe dich ja auch gefragt zum Beispiel, also warum hast du nicht dies und jenes? Warum sieht man noch nicht so Results? Da habe ich dich ja direkt gefragt. Was hast du mir dann noch mal gesagt? Das fand ich richtig geil. Ich finde, Results ist ein einfaches, aber auch ein heikles Thema zugleich, weil wenn du Profite zeigst, dann, es gibt zwei Aspekte jetzt. Den einen Aspekt, der erste Aspekt ist halt, wenn du Resultate zeigst, dann klar, alle Leute, die in deinem Team sind, die kommen, Alter, wie hast du das geschafft? Und oder zum Beispiel wie, Alter, wie hast du das gemacht, dass du diese krassen Resultate hast? Ja,
aber man weiß nie, was bei dieser Person im Hintergrund ist. Es ist so wie ganz klassisch, ich sag euch ehrlich, bei Empire gibt es circa 20 FTMO-Trader und ein Dritter ist zu mir gekommen. Ich möchte keinen Namen nennen, auch, das ist auch, ich habe denen auch versprochen, dass ich nichts sage, aber würde ich auch selber nicht. Die haben ihr Konto zerberstet, wo viele Leute sie als Inspiration sehen. Finde ich nicht so schlimm, aber das zeigt mir nochmal, dass ein Rank-Up gar nichts heißt. Man sagt ja auch im Network Marketing, the rank is the lowest leadership, sage ich jetzt mal, oder the lowest Level of Leadership. level Ja. of leadership. So, ein Rank muss nichts heißen. Zum Beispiel, klar, fürs Erste, fürs Kurzfristige hast du diese Berühmtheit. Man fühlt sich cool, so ein bisschen Ego kann man haben, so, ne? Boah, ich habe wirklich FTMO geschafft. Ich kann viele Leute inspirieren, hey, das ist super cool. Aber was bringt dir ein kurzhaftiges Berühmtheit oder ich sag mal diesen Erfolg, wenn du es nicht langfristig hast? So, wisst ihr, was ich meine? Was bringt euch ein Lambo zu fahren, mit in einer Runde zu cruisen, wenn du das nicht jeden Tag cruisen kannst? So, wisst ihr, was ich meine? Und das ist ein Aspekt, wo das ich ein bisschen heikel finde. Man weiß dann nie, was hinter den Kulissen abgeht, ob die Person auch langfristig FTMO halten kann, ist wirklich halt was anderes. Zu hitten ist nochmal was anderes, aber zu halten, das ist krass. Das ist noch anders. Sage ich jetzt mal so. Ja, Ja. man kann Resultate zeigen, um den Leuten zu inspirieren. Kann man machen. Muss ich ehrlich sagen, muss jeder für sich selber entscheiden. So. Aber ich möchte wenigstens dann am Ende irgendwann ehrlich sein. Aber ich möchte sowieso erst ein Shoutout machen, wenn ich alle FTMO-Konten geschafft habe oder wenn ich Seven-Figure bin. So, eins davon wird auf jeden Fall zutreffen noch. Aber ich möchte nichts verraten. Vielleicht bin ich auch kein FTMO-Trader, man weiß nicht. So, dafür bin ich zu krass im Work in Silence, was Training betrifft. Genau. Sehr geil. Wer das schon sagt, der hat, nein, Spaß. Nee, aber ich sag mal Nee. so, long term in happiness beat short term intensity zu 100%. Genau. Deswegen. Jederzeit, Ja. genau. Aber Leander hat eine schöne Frage gestellt. Ich glaube, die kann man immer eigentlich stellen. Aber was war dein schönster Moment bei ihm, seitdem du jetzt fast 3 Jahre hier bist? Boah, soll ich euch mal ehrlich sagen, es sind nicht mal die Trades, es ist der Wachstum zwischen mir und meiner Upline, wo wir gestartet sind, bis jetzt, was wir erreicht haben. Er hat ein Team von circa über 300 Leute und ich bin halt XX-Figure. Und das ist lustig zu sehen, weil wir waren zusammen in der Schule und wir haben wirklich immer geredet, so, wir kannten uns seit der 8., 9. Klasse, wir haben immer davon geredet, so, Bro, ich werde irgendwann Millionär, ja, wir werden unsere Eltern frei reich machen. Man kennt das eigentlich als kleines Kind, man sagt das immer so, ne? Und dass es jetzt wirklich eintrifft, das ist sehr lustig und das ist auch schön zu sehen, weil wir sind auch sehr viele Downs angegangen, waren auch im tiefsten Punkt überhaupt im Leben, aber wir haben es immer irgendwie rausgeschafft. Und das ist irgendwie schön zu sehen, dass wir jetzt an diesem Punkt stehen, wo wir früher immer davon geträumt haben. Klar, wir sind noch nicht zu 100% da, aber wir sind schon auf jeden Fall einen Schritt immer näher. So, weißt du, was ich meine? Es ist dieses Sehen von Teampartnern, wie die Erfolge haben, wie die ersten Trades sind. Ich freue mich von Teampartnern, die ihre ersten Profite haben, als meine eigenen. Wisst ihr, was ich meine? Es ist so diese Entwicklung von anderen Leuten. Das ist crazy. Und das ist das schönste Gefühl, muss ich ehrlich sagen, was man haben kann. Und genau, Mann, safe. Aber ich sag euch ehrlich, Take Profits natürlich sind auch schon geil, Alter. Muss ich ehrlich sagen, sind schon geil. Safe, Mann, safe. Ich sag mal so, also ihr müsst euch so vorstellen, keine Ahnung, wenn ihr jetzt eure Berühmtheiten habt, sowas wie, keine Ahnung, Drake, Rihanna oder so, oder Fußballer Cristiano Ronaldo oder so, fragt die mal, okay, wie kann ich da hinkommen, wie du da hingekommen bist? Die sagen euch, ja, du brauchst dasselbe Talent wie ich. So, aber frag mal hier jemanden wie Song, hey, wie kann ich Six Figure gehen? Frag mal einen Chairman, wie kann ich Chairman gehen? Die werden dir sagen, hey, genau dasselbe wie ich. Die geben dir ein Blueprint 1:1, genau so, wie du es auch machen kannst. Und das ist krass. Und das gibt es hier. Und das gibt es nicht irgendwie im Fußball oder was auch immer. Da brauchst du halt dieses gewisse Talent oder als Schauspieler oder was auch immer. Deswegen aber krasser Punkt zu 100%, Mann. Anderen halt weitergeben. Dann Justin fragt, was war dein größtes Learning, Schrägstrich Fehler im Trading? Also ich habe euch ja erzählt, also by the way, ganz kurz so jetzt, damit ihr die Geschichte versteht, ich habe zwei Konten zerberstet und mein größter Fehler war, ich habe mich zu wenig für Mindset, also emotionale Intelligenz beschäftigt. Ich habe zu wenig Bücher gelesen. Ich habe auch sehr wenig, was Mindset angeht, auch sehr viel zu wenig geguckt. Ne? Und ich habe die ganze Zeit nur, theoretisch habe ich die ganze Zeit nur die Praxis gemacht. Ich habe sehr viel Go Live geguckt und sehr viel auch gebacktestet, was eigentlich gut ist. Eigentlich ist es ja gut. Aber als ich von 50 € auf 1.000 € das geschafft habe,
So, nach irgendwie 4 Monaten oder nach 3 Monaten circa, wo dachte ich, okay, es funktioniert seit Monaten, jetzt erhöhe ich meine Lot-Size. Und genau das war der Fehler, weil ich war emotional eine Niete. Vom Mindset im Training war ich auch ohne mal die größte Niete und ich wusste erst sowieso nach einem Jahr, was ein CAV ist. So, wisst ihr, was ich meine? Und du kommst dann mit deinen Emotionen nicht klar. Was bringt dir ein 160k FTMO-Konto, wenn du es nicht halten kannst? Genau das ist halt das Ding. Dafür brauchst du nicht nur das Wissen, sondern du brauchst das Mindset eines Six Figures, eine emotionale Intelligenz, die sehr stark geprägt ist vom Mindset aus. So, deswegen, ne, mein größter Fehler ist, zu wenig im Bereich Mindset in Training gemacht zu haben. Auch konstant Dinge durchzuziehen. Weil ich habe mal 3 Monate Go Live geguckt, da habe ich eine Woche ausgelassen und ich habe dann gemerkt, so, wie krass es mich von der Bahn wirft, komplett, wenn ich mal eine Go Live Session verpasse. Es geht nicht darum, wie viele Go Live Session du gucken kannst, es geht darum, wie lange du es durchzuziehen hast. So, weißt du? Und Dani Ramos ist da auch für mich ein Vorbild. Er hat wirklich jeden Tag konstant Leute angeschrieben und irgendwann hat er es geschafft. Genauso wie ich es geschafft habe. Und jeder von euch hier in diesem Call zu 100.000% kann es genau schaffen. Aber leider werden es nicht alle schaffen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber du kannst für dich entscheiden, ob du es machen möchtest oder nicht. Das ist halt die Frage. Entweder du willst es oder du willst es halt nicht. Ganz einfach. Yes, danke dir. Ich würde sagen, wir machen noch 2 Fragen. Eine Frage kam jetzt schon zweimal rein. Wie hast du deine Faulheit besiegt? Weil du schon gerade darüber gesprochen hast. Wie hast du das bei dir gemacht, dass du ja nach ein Jahr Academy dann gemerkt hast, hey, okay, ich muss jetzt mehr Gas geben? Also zum einen denke ich mal, warum? Aber was hat so bei dir diesen Impuls gegeben? Wer hat von euch alles Online-Banking? Kurz mal eine 7 in den Chat. Einige. Guckt euch mal euer Sparkassenkonto an. Und wenn das nicht Motivation genug ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich hatte satt immer nur 50 Euro oder sogar minus 80 Euro drin zu sein. Und wenn das, also ohne Witz, das ist jetzt einfach nur so gesagt, ist zwar lustig, aber im Endeffekt, wie gesagt, denkt mal, wenn ihr jetzt 100.000 Euro da hättet, was hättet ihr damit angefangen? Ich würde sofort meinen Eltern was davon geben. Also nicht alles, aber davon was geben. So wisst ihr, was ich meine. Und deswegen, damit ich auch ein großes Payout habe oder ein großes Konto habe, muss ich natürlich die nötige Arbeit da reinstecken. Und das hat meine Faulheit besiegt, indem du wiederum eine starke Vision hast. Das so stark genug ist, dass alles abwehrt. Egal, was für einen schlimmen Tag du hattest, egal, was du für die größtmöglichst hast. Wenn du eine starke Vision hast, hast du diesen Laserfokus. Ein Laser geht ja nur geradeaus, nicht irgendwie so links, rechts, durch Kreuz. Du hast nur ein Visier und du möchtest einfach erfolgreich werden. Das war's. So, es ist halt eigentlich deine Vision und dein Verhalten drauf. So. Genau. Dann ist dein zum Beispiel, wenn du faul bist, dann ist dein Warum einfach nicht wichtig genug. Facts. Fertig. Da gibt es keinen Aber oder sonstiges. Ist einfach nicht stark genug. Ja, wir haben jetzt, ich habe dir erzählt schon, wir haben ganz, ganz viel auf jeden Fall, viele Strategie-Calls gerade. Also wir machen da viel, habe ich dir ja gestern erzählt. Jetzt kam die Frage rein, wie oft hast du über einen Strategiewechsel nachgedacht? Und da du ja so lange schon Price Up tradest, was würdest du jetzt Leuten mitgeben? Wann sollte man eine Strategie wechseln? Wie lange sollte man eine Strategie durchziehen, um wirklich konstant die Resultate zu sehen? Weil ich glaube, das ist so eine Frage, die sich viele auf jeden Fall auch fragen und viele auch Antworten brauchen. Ich sag euch ganz ehrlich, da kommt ihr nicht hinweg. Irgendwann kommt ihr immer an dieser Phase im Bereich Trading, egal welche Strategie ihr tradet, dass ihr wirklich denkt, so, und das hat mein Mentor auch gesagt, wenn du nicht mindestens 10 Mal an diesem Punkt gestanden hättest, dass du kurz davor bist zu quitten oder diese Strategie zu wechseln, dann kannst du gar nicht erfolgreich sein. Dann bist du mit deinen Emotionen überhaupt gar nicht stark genug dran. Denn ich sag mal so, wenn du wirklich eine Strategie durchziehen möchtest, dann ziehst du es einfach durch, egal wie schlimm diese Phase ist. Denn ich sag euch ehrlich, denn wenn du die ganze Zeit deine Strategie wechselst, dann weißt du niemals, ob du wirklich profitabel bist. Leute, ich hatte über 7, 8 Monate, kein Joke, jeden Tag Trades gesetzt fast und ich habe nur SLs kassiert und nicht mal Break-Evens, vielleicht im besten Falle 3 Break-Evens, aber ich hatte fast keinen Take-Profit. Und das hat mich wirklich schon dazu geführt, dass ich kurz davor war, aufzugeben, muss ich ehrlich sagen. So einmal habe ich wirklich darauf angekommen, wollte ich fast Micha Neems traden, aber ich dachte mir so, nein, so, was ist der Unterschied zwischen mir und Anthony Paris? Er ist noch mehr Fehler eingegangen, er hat noch mehr als ich die To-Dos gemacht, ja, und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, Alter, ne, das hat mir nicht gefallen. Ich ziehe das jetzt durch und irgendwann habe ich es geschafft. Ja, weil mit der Zeit ist das Wissen nicht nur wichtig, sondern auch die Erfahrung.
im Leadership ist es ja auch so. Du kannst ja, du kannst so viel hustlen, wie du willst, aber Leadership hat auch einen Teil, was mit Erfahrung zu tun. Das kannst du nur über die Zeit wissen. Und natürlich, über die Zeit musst du konstant sein. Das heißt, du musst mit jeder Strategie quasi immer konstant sein. Auch wenn du sagst, hey, das ist nichts für mich, wenn du wirklich nach sechs Monaten bitte sagst, das ist wirklich nichts für dich, dann wechsel die. Aber davor mach es nicht. Vor allem, wenn du noch nicht mal Trades gesetzt hast und du sagst, das funktioniert nicht, ist für mich sowieso vollkommener Mau, also vollkommen Käsekuchen, sagt man ja irgendwie. Und für mich ist das sehr, sehr unlogisch. Also ich würde mich schon fragen, Alter, was geht bei dir falsch? So, ganz, ganz ehrlich, muss ich ehrlich sagen. So. Perfekt. Käsekuchen. Habe ich das auch das erste Mal gehört. Also sagen doch die meisten Deutschen, sorry. Nee, aber danke dir auf jeden Fall, Bro, dass du ein paar Fragen beantwortest. Ich weiß, da waren auf jeden Fall noch ein paar Fragen, aber sonst kann man dir, denke ich mal, auch auf Instagram schreiben oder so. Deswegen schreib gerne mal dein Instagram rein, Bro, dass die Leute dich da auf jeden Fall markieren können, wie du da auf jeden Fall heißt. Kann ich dich kurz noch eine Sache bitten oder an das Team von euch? Leute, geht mal gleich nach diesem Call oder halt am Ende dieses Tages. Das mache ich auch sehr, sehr gerne immer. Und zwar geht mal gerne später in euren Gruppen rein, egal, oder in die ganz große Gruppe, zum Beispiel von euch natürlich. Sagt mal, wie alt ihr seid und wer ihr seid und was ihr bis Barcelona erreichen wollt. Denn genau die Leute, die das machen werden, das sind wirklich die Macher, das sind wirklich die Player. Stellt euch mal vor, ja, eine Linda Wieland. Ja, ich bin zum Beispiel 21 und ich möchte bis dahin 10.000 FNO train und P6 hitten. Stellt euch mal vor, 3 Monate später hat sie das gehittet und jeder aus dieser Gruppe hat gelesen, Alter, das ist doch diese Linda, genau. Ja, die hat doch gesagt, die möchte das und das erreichen. Auf einmal hat sie es geschafft. So, wie würdet ihr euch selber fühlen? So, wisst ihr, was ich meine? Ich würde mich komplett erstmal schlecht fühlen, weil ich mir denke, sie hat diese Vorsätze gehabt und sie hat es einfach durchgezogen. Ja, egal wie viele Murphys waren, sie hat es durchgeschoben und einfach Retalk einfach geschafft. So, wisst ihr, was ich meine? So, ihr müsst es nicht machen. Es ist nur eine kleine Empfindung von mir so. Ne? Aber die es machen, die werden es auch ernst nehmen. Adi, markier mich mal ganz gerne dann auf Instagram. Ich bin gespannt, wer welche Ziele hat. Das würde mich echt total wirklich mal interessieren. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich wirklich nochmal für eure Zeit. Auch, dass ihr hier am Start bin. Und danke, dass ich überhaupt hier speaken durfte, dass ich für dein Team, ja, Leander und Ali und Finn und von den anderen Leader, dass ich für euch dienen durfte. Ja, hat mich wirklich gefreut, Mann. Und ich würde sagen, lasst uns auf jeden Fall 2022 zu unserem Jahr machen, sagt man ja. Genau, Mann. Geil, Bro, geil, Mann. Richtig krasse Idee. Richtig, richtig krasse Idee. Wirklich Props an dich. Deswegen... Das werde ich auf jeden Fall machen, weil das triggert, denke ich mal, jetzt jeden. Mich würde es auf jeden Fall triggern, wenn ich da jetzt schreibe auf jeden Fall was rein, aber das dann nicht erfülle. Deswegen würde mich das safe triggern. Deswegen, Zong, danke dir auf jeden Fall vom Herzen, Bro, für deine lieben Worte. Auch danke, ja, dass du dir auch für viele die Zeit nimmst. Er hat mir erzählt, wirklich, Leute, dass er gefühlt jeden Tag Connection Calls eigentlich macht, weil so viele sich wirklich mit ihm connecten wollen. Deswegen schreibt ihn gerne auf Insta, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu sämtlichen Themen. Markiert ihn sehr, sehr gerne und bedankt euch auf jeden Fall. Es ist nicht selbstverständlich. Und dann hätte ich gesagt, macht euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Mittwochabend. Denkt auf jeden Fall an die weiteren Calls, die wir haben. Morgen Trantio Strategie Call, morgen 19 Uhr letzte HFX-Session, die wir auf jeden Fall haben. Und Sonntag 23 Uhr Mindset Call, Samstag 13 Uhr Training Basic Call. Ich kann so weitermachen. Wir haben sehr, sehr viele Calls, deswegen nehmt das auf jeden Fall wahr. Überall steckt Mehrwert drin, überall steckt etwas drin, was euch weiterbringt. Deswegen hätte ich gesagt, euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns und ciao, ciao. On the block, ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga?